Herzlich willkommen zurück zu Endzone World Apart. Ich bin die Miri. Ja, und wir sind zurück in unserer Siedlung, wo immer noch der Strahlenschutz unser größtes Problem ist, zumal die Strahlung hier auch mittlerweile gar nicht mal so ohne ist. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, dass wir hier auch Aktivkohlemasken jetzt produzieren werden. Das dauert zwar einen Augenblick länger, aber damit können wir uns auch wenigstens gegen die mittlere Strahlung auch schützen. Und ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich deswegen machen möchte. Zuallererst müssen wir allerdings hier den Schrottplatz, den Radius verändern, denn der hat nichts mehr. Das hier kann er ja nicht abbauen, weil das noch nicht freigegeben ist. Deswegen, ich versetze es jetzt einfach mal so, damit er wenigstens diese Sachen im Umkreis hat und darum kümmern wir uns später. Von unseren Erkundern hat man bisher noch nichts gehört. Naja, mal sehen, was da so los ist. Dann ist mir aufgefallen, wir haben unseren ersten Wissenspunkt und damit die Möglichkeit, das erste zu erforschen. Ich zeige euch einfach nur, was mal möglich ist. Also, wie funktioniert das mit dem Forschen? Eins hatte ich ja schon gesagt, man braucht diese Forschungspunkte, ist klar. Und dann kommt es aber auch darauf an, auf was für eine Forschungsstufe man ist. Forschungsstufen kann man erhöhen, indem man Forschungsutensilien findet. Davon braucht man einige. Es muss irgendwie 5 Stück geben, denn mit 5 Forschungsutensilien kommt man auf die höchste Stufe. Dann gehen auch die letzten Sachen. Im Moment geht also nur das, was hier in diesem Bereich ist. Also selbst wenn wir jetzt hier genug Wissen hätten, würde das wahrscheinlich nicht gehen. Es gibt hier das Herumlungerverbot, das heißt, Siedlern ist es verboten, sich durch den Besuch ihres Zuhauses oder andere Gebäude zu stärken und sich dadurch für der Arbeit abzulenken. Das ist natürlich schon ziemlich hart, ne? Also da sind die wahrscheinlich mega unzufrieden. Dann gibt es eine Hanfweberei. Erzeugt Stoff aus Hanf. Dachte ich erst, geil, das machen wir. Aber dann ist mir aufgefallen, wir haben ja gar keinen Hanf. Also daran fehlt es im Moment. Sobald wir Hanf haben, können wir das gerne erforschen. Da bin ich sofort dabei. Aber im Moment geht's nicht. Verbesserter Funkmast. Damit können wir gezielt Händler kontaktieren. Ja, können wir aber nicht machen, weil wir dazu Elektronikteile brauchen. Hier. Dann gibt es das Lagerhaus, kann man vergrößern. Im Moment haben wir aber eigentlich keine Lagerprobleme. Dann kann man diese Elektronikteile herstellen. Also Elektronik erforschen, dann kann man aus Schrott eben Elektronikteile gewinnen. Und die braucht man für viele Sachen. Zum Beispiel auch, wenn man die Wetterstation hier dann irgendwann bauen will, glaube ich. Wetterstation ist klar. Die sagt uns dann, ab welcher... Also, sie sagt uns erstmal eine Vorhersage, wann kontaminierter Regen kommt. Und man kann außerdem darüber auch regeln, ab welcher Kontaminationsstufe die Felder und die Regenspeicher abgedeckt werden. Das heißt, man kann das dann automatisieren. Ist natürlich eine schöne Sache. Hat jetzt aber nicht die erste Priorität, finde ich. Die ausgebaute Schule ist auch eine coole Sache. Damit kann man nämlich, also im Gegensatz zu der normalen Schule, heißt es, dass die Kinder in allen Fächern vollständig ausgebaut werden. Das heißt, man muss nicht mehr rumspringen. Also auch eine schöne Sache. Immunität heißt, dass Siedler mehr Kräuter und Medizin konsumieren, dadurch aber keine neuen Krankheiten mehr ausbrechen können. Das finde ich zwar irgendwie schön, aber auf der anderen Seite im Moment auch nicht so wichtig, weil wir hatten jetzt eine Krankheit und die haben wir relativ locker lösen können. Da sehe ich jetzt im Moment keine Probleme. Ja, und wir haben Verteidigungsmaßnahmen. Das ist dann auch nicht verkehrt, weil wir dadurch ja, Munition herstellen können, den Wachturm und so. Also das ist auch nicht verkehrt. Allerdings brauchen wir sehr viel Metall, wie ihr seht, und das haben wir nicht. Deswegen würde ich jetzt erstmal zur Elektronik tendieren. Muss ich das irgendwie jetzt... Nee, ich glaube, ich habe es ausgewählt. Achso, hier kann ich dann die Forschung starten, genau. Und es dauert jetzt eine ganze Weile. Die müssen jetzt erstmal die Ressourcen dafür herholen. Hier. Da werden jetzt 150 Holz und 150 Schrott organisiert. Und... Ein Siedler ist kontaminiert, ja, weil wir zu wenig Schutzkleidung haben. Okay, also wenn das dann alles da ist, dann beginnt hier die Forschung. Das dauert dann wiederum auch eine ganze Weile. Und dann haben wir unsere Elektronik. Also Forschen dauert echt lange. So, jetzt habe ich doch irgendwas gehört hier. Was ist denn hier? Wir haben 9 verschiedene Quellen mittlerweile.
Wie habe ich das geschafft? Ich weiß es nicht. Ah, schaut mal. Das wurde mittlerweile erforscht, also gefunden. Sag mal, das Expeditionsfenster. Das muss eine alte Tankstelle sein. Hätten wir uns nicht schon längst niedergelassen, hätte das unseren Bus vielleicht noch einige Kilometer weitergebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch viel zu finden ist, aber es könnte sich trotzdem lohnen, eine Expedition zu schicken, die sich das genauer anschaut. Zumindest ein paar Sachen sollten sich hier bergen lassen. So. Und genau, diese Expedition empfiehlt jetzt hier, dass man einen Schrottsammler, also eine Fachkraft mit dem Typ Schrottsammler, mit dem Abzeichen Schrottsammler hier hinschickt und dass die mit Metallwerkzeug ausgestattet werden sollte. Dann kann man sich das hier genauer anschauen und vielleicht findet man was. So, und was haben wir hier oben? Das haben wir noch nicht gefunden. Der ist noch, der läuft noch. Okay. So, für so eine Expedition braucht man natürlich Expeditionsrationen. Die werden hier hergestellt. Mal gucken. Eine Kundschafter-Expedition. Zeigt er jetzt aber auch nicht an, wie das hier produziert wird, ne? Naja. Aber was ist denn jetzt schon wieder los? Ruine erkundet. Gewächshaus. Diese Ruine ist nichts Besonderes, Boss. Wenn wir einige von uns auf eine Expedition schicken, könnten wir allerdings Materialien abbauen und zurück in die Siedlung transportieren. Wir würden finden Beeren, Weizen und Kräuter. Was ja nicht verkehrt wäre, ne? Das finde ich eigentlich gut. Man braucht auch nichts Besonderes hierfür. So, das ist jetzt Expeditionsfenster. Hier zeigt er uns jetzt alle Leute an, die wir hier losschicken können. Und man sieht ja, die brauchen jetzt auch kein besonderes Abzeichen dafür. Das würde man auch sehen. Ich nehme jetzt einfach mal drei Leute, zwei Wasserträger und weiß nicht wen. Sie hier. Die sollen los. Expedition starten. So. Warte mal. Zielort fokussieren. Also irgendwie, mir kommt das gerade noch ein bisschen eigenartig vor. Ich habe das schon mal anders gesehen. Ja, jetzt erstmal kurz abbrechen. Ich bin verwirrt. Expedition aufstellen. Ich dachte immer, man müsste hier eigentlich noch was Weiteres machen. Ach so, nee, das ist klar. Ja, ich weiß warum. Man kann dir nämlich manchmal noch extra Rationen mitgeben. Damit bekommen die dann, ja, so Punkte, sag ich mal. So, Punkte, mit denen sie Sachen machen, also Aktionspunkte. Die braucht man, aber in dem Ding, in dieser Expedition, da gibt es ja nichts zu erkunden und daher kommt das, glaube ich. So, dann können wir außerdem noch eine weitere Ruine hier erforschen. Diesen interessanten Ort. Ja, da schicken wir mal einen Kundschafter hin. So. Das ist jetzt erstmal die erste Expedition, die wir losschicken. Was haben die hier für ein Problem? Oh, die haben keinen Schrott mehr. Ja, dann den hier oben, ne? Und bei dem anderen... Nee, der hat's noch. Okay. Ich dachte gerade. So, wie geht's mit der Forschung voran? Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Warum dauert denn das so lange? Müssen die das jetzt wirklich alle einzeln hertragen? Und könnte ihnen das nicht jemand bringen? Kein Regen.
Ein Regen heißt immerhin keine Strahlung im Moment. Okay, also Wasser läuft gut. Das muss man wirklich mal so sagen. Was überhaupt nicht läuft, ist irgendwie das mit dem Essen. Gut, wir sollten jetzt nicht zu ungeduldig sein, wenn das Karottenfeld, das fängt ja gerade erst an. Die Weide ist auch noch nicht fertig. Wenn die Weide dann fertig ist, da freue ich mich schon drauf. Ey. Zwei Leute sind verstrahlt. Durchschnittlich sind die auch sehr verstrahlt. Gut, 75 Leute. Also, ich hätte jetzt erwartet, dass mit dem weiteren der weiteren Schneiderei es wenigstens mal in den Bereich kommt, in dem man wenigstens mal das halten kann. Aber das können wir gar nicht. Wir produzieren immer noch viel zu wenig. Und das, obwohl wir eigentlich ja 6 Schneider haben. Nur ich kriege halt keinen nicht mehr Stoff zusammen, ne? Die Frage ist, was würde ich jetzt machen? Ich könnte jetzt natürlich hier unten auch einfach mal noch ein paar Sondierer hinstellen. Ist ja nicht so, dass wir zu wenig Schrott hätten, ne? Haben wir hier genug Schrott? Naja, wir haben hier auf jeden Fall noch welchen. Ob jetzt genug, sei mal dahingestellt. Das Problem an den Sondierern ist immer, dass die auch recht stark auf die Zufriedenheit gehen. Ich denke jedes Mal, vielleicht ist es der letzte Sondierer, den ich brauche. Aber irgendwie wird das nichts hier. Wobei, das gefällt mir hier eigentlich gar nicht so gut. Und hier würde ich eventuell noch den weiteren Schneider hinsetzen. Okay. Wir stecken den Recycler auf die andere Seite. So. Und dann hier noch einen weiteren Schneider hin. Was hat der für ein Problem? Es gibt nicht genug Stoff. Ja. Das ist richtig. Die Expedition ist auf jeden Fall mal auf dem Weg. Okay, geht's auch langsam voran. Also es wird. Gut, es wird schon. So. Eine weitere Weide ist da. Ich werde hier jetzt auch weitere Büffel auswählen. Die werden sich, denke ich, dann von hier drüben ein paar Büffel holen. Und dann wird auch hier Milch und Fleisch produziert. So zumindest meine Hoffnung. So viele Leute sind unzufrieden. Oh, was gibt's? Hier. Boss, ich glaube, ich bin über den Eingang zu einer anderen Endzone gestolpert. Die Ältesten erwähnten, dass es in der Nähe weitere Endzonen gibt, aber anscheinend haben wir den Kontakt zu ihnen vor langer Zeit verloren, als die Kommunikationssysteme nach dem Vorfall zusammenbrachen. Das Haupttor scheint immer noch versiegelt zu sein. Wenn wir eine Expedition losschicken, sollten wir die richtigen Werkzeuge und Leute mitbringen, die sich mit diesem ganzen technischen Zeug auskennen. Ja. Da sieht man jetzt, hier braucht man verschiedene Sachen. Zum Beispiel braucht man einen Sanitäter, einen Techniker, einen Sammler, einen gebildeten Erforscher und außerdem Metallwerkzeug. Also das ist doch schon eine sehr fortgeschrittene Sache.
Da gehen wir dann einen anderen Mal hin. Tja, und wann sind sie in der Ruine hier? Das ist die große Frage, ne? Die Unzufriedenheit steigt natürlich weiter, dadurch, dass die Strahlung auch weiter steigt. Und dadurch, dass die Schutzkleidung so überhaupt nicht vorwärts geht. Naja, also ohne Stoff ist halt auch schwierig, ne? Ja, das ist der, der jetzt gerade so viel Stoff verbraucht hat. Aber eigentlich müsste es jetzt besser werden. So. Aha. In einer Saison können wir den nächsten Händler erwarten. Mal gespannt, wer als nächstes kommt. Inventar, weiß ich nicht, was das jetzt hier bedeutet. Hm. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn hier diese 77 Weizen, die man hier finden kann, wenn wir die mit ins Lager transportieren, dass dann diese Quest erfüllt ist. Denn es geht ja anscheinend nur darum, dass 10 verschiedene Nahrungsressourcen auf Lager sind. Nicht unbedingt, dass wir das permanent anbauen. Ne? Und wir haben jetzt 9, wie auch immer. Hm. Wieder hochkontaminierter Regen. Ja, das ist jetzt natürlich echt ein Riesenproblem. Wir haben hochkontaminierten Regen, wir haben kaum Schutzkleidung. Die Leute sind wahnsinnig unzufrieden. Und unsere Expedition ist hier. So, die können das jetzt alles mitnehmen. Hier gibt es jetzt nicht groß was zu erkunden, deshalb passiert das jetzt einfach so. Ich mache das natürlich auf maximal. Also den ganzen Weizen, die ganzen Beeren und die ganzen Kräuter. Gut, wir hätten nicht ganz so viele Leute mitnehmen müssen. Ich wusste jetzt einfach nicht, wie viel jeder von denen tragen kann. Deswegen habe ich jetzt mal ein paar Leute da mitgeschickt. Ja, gute Heimreise. So. Und damit ist dieses Ding dann ausgeschlachtet. Die ist jetzt noch aktiv? Naja. So, was können wir denn vielleicht mal für die Expedition... mal... Expeditionsfenster. Mal gucken, was wir sonst noch erkunden können. Was gibt's denn noch im Umkreis? Das hier. Interessanter Ort. Okay. Das ist auch relativ nah. Naja, das ist immer noch das nächste, glaube ich. Wobei, das ist ja 0,7. Das sieht aber schon wieder so aus wie so eine Endzone, ne? Dann sollen sie mal einen Kundschafter hier hinschicken. Und das hier. Hm. Ist auch 0,7 entfernt. Schicken wir auch einen Kunststoff dahin. Eigentlich würde ich mir mehr Gewächshäuser wünschen. Aber die sind wahrscheinlich weiter weg. So. Hm. Kann man nicht irgendwie ein Dekret erlassen, dass sie weniger Schutzkleidung verwenden sollen? Ah. Sorgfalt. Sie bewegen sich langsamer, aber dafür gibt's... halt, das hält das alles länger. Hm. Prozent aller erwachsenen Siedler. Und Zufriedenheit, naja. Die Nahrung sinkt immer weiter.
Wie komme ich an mehr Nahrung? Also das große Problem ist, dass unsere Siedlung zu groß geworden ist. Also wir haben jetzt mittlerweile ja auch 12 Leute, die nichts zu tun haben. Wenn die noch einen Sondierer einstellen, dann wird das mit dem Stoff vielleicht auch mal was. 2 Schneider noch zusätzlich. Ein paar Logistiker. Ja. Ich meine, würde man jetzt sowas Krasses machen, wie alle alten Leute hier verbannen? Weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Lösung ist. Würde halt auch für sehr viel Unzufriedenheit sorgen. Haben wir irgendwie eine Statistik über die Zufriedenheit? Zuversicht? Ah, ist nicht so hoch, ne? Siedlergesundheit ist okay. Kleidung, Werkzeug. Ne, das ist ja die Bildung. Ja, mittlerweile leben die meisten Leute in Zuflüchten. Das Verteilung. Ja, die betagten Erwachsenen, die nehmen schon zu. Das ist wenigstens schon mal etwas. Also ich glaube, als erstes Ding werde ich meine Geburtenkontrolle einführen. Wird die Leute nicht besonders freuen, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen das beschränken. Wenn das deine Anweisungen sind, Boss, dann werden wir es auch so halten. Aber wir sind unglücklich, nicht selbst entscheiden zu können, wann wir unsere Familien gründen. Es wäre besser, wenn du dich darum kümmern könntest, dass wir weiter wachsen können. Ja, sicher mache ich das, aber ihr seht ja, was die Probleme sind. Wollt ihr wirklich in so eine Welt hier gerade Kinder setzen? Ich weiß ja nicht, ne? Jetzt für eine Zeit mal lang das einfach mal ein bisschen kontrollieren. Dass es zumindest mal nicht mehr werden, ne? Wie geht's mit der Forschung? Ah ja, die Forschung läuft. Wenigstens etwas. Essen wäre gut. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Er produziert an sich schon ganz gut. Ne? Es könnte besser sein, aber es, ja, immerhin passiert hier was. Okay, hier passiert so gut wie gar nichts. Das ist ja echt eine lächerliche Ernte. Also mit dem Paprikas bin ich nicht zufrieden. Ein Großteil der von uns eingelagerten Nahrungsressourcen scheint kontaminiert zu sein, Boss. Wir sollten dringend etwas unternehmen, damit unsere Siedler gesund bleiben. Okay. Wir sollen 10 Kontaminierungskits produzieren und 19 mal Kohle. Ah ja, und das haben wir erledigt. Das mit den Leckereien. Scheint geklappt zu haben. Da es uns von Tag zu Tag besser geht, können wir uns nur mit Sicherheit zum Zeitvertreib ein wenig Ablenkung erlauben. Oh Gott. Schlaraffenland. Haben sie sich jetzt... Ist jetzt von alleine gestartet? Wir sollen Bier, Joints und Schnaps produzieren. Wie viel Zeit haben wir dafür? 5. Bringt uns Pilze und 20% Zufriedenheit. Die Strahlung ist ziemlich hoch. Okay. Was ist denn hier wieder los? Der Schrottplatz hat
kein Platz mehr. Da werden wir hier das Limit mal wieder ein bisschen erhöhen. Tja. Ja, ich fürchte, um die weiteren Sondierer kommen wir nicht drum rum, Leute. Wir werden jetzt hier unten auch ein paar Sondierer aufbauen. Hier. Zweimal Stoff fürs Erste. Vielleicht schalte ich es irgendwann noch um. Aber anders kann ich das, glaube ich, nicht lösen. Ah, hier ist nicht irgendwas um. Achso, gleich kommt unser erster Händler. Ich bin gespannt. Aber ich würde sagen, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.